einfach nicht. Das ist ja das Problem. Can I get an itemized receipt? My accountant's way too good at his job. Das Problem ist einfach, dass sie so viele Stats kriegen über Level und über Items, dass sie halt nicht mehr killable sind. Aber ich hätte auf jeden Fall Lord Dominix bauen sollen. Hätte wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht, aber hätte ich auf jeden Fall mehr Damage gemacht. Der Fire Cannon bei war auf jeden Fall bad. Ich dachte mir halt, okay, ich kann nicht Auto-Tacken, also gehe ich Fire Cannon für ein bisschen Chunk Damage, aber dann haben wir halt kein Damage gegen ihre hier. Heute Abend wieder die Finals. Oh ne, heute lasse ich mal sein. Ich mache auch nicht mehr so lange. Wir haben heute Abschiedsfeier von Summoners Inn. Da werde ich nochmal vorbeischauen. Das Ding ist, wenn halt. Das Problem ist einfach an Bruisern generell, wenn Bruiser zu stark sind, dann fühlen sie sich einfach extrem unfair an. Weil wie gesagt, Bruiser sind ja dazu da, zu Face-Tanken. Aber es passiert einfach zu oft aktuell, dass die in einem State sind, wo du sie nicht mehr killen kannst. So, dass das ab und zu passiert, wenn die extrem gut spielen. Okay. Aber die Schwelle, ab wann du halt als Toplaner aktuell Gott bist, ist einfach so niedrig. Die schenken uns ja einfach Level 2. Finde ich sehr lieb. Fuck, den hätte ich nicht missen dürfen. Oh mein Gott, was mache ich denn, Alter? Fokus ab hier. Hab ich 12 und Summoner Inn, ja. Lebst du hinterm Mond? Aber ich stehe nicht gut. Bin die halt überhaupt nicht punishen hier. Wir sind noch gegengewillt, das ist nicht gut. Voila. Aber was mache ich eigentlich auch schon hier? Zwei Tage kein Ezreal gespielt, auf einmal kann ich nicht lasten oder was? Habe ich überhaupt. Ja, gleich mein Brand jungelt einfach schneller als Talon. Oh, der arme Varus. Der arme Varus. Der hat leider AD Carry gepickt. Das war aber auch frech vom Sylas. Das war richtig frech. Einfach mal Midlane zwei Waves droppen, einfach nur um den ADC abzufacken. Ich schau kein Kommentar, die fliegt außer Spin. Aber bist du aber ein bisschen spät. Spin, das waren Zeiten. Ja,
Ja. Der hat keinen Bock mehr, der war aus. Nein, er hat genau dann gequeued, als ich auch geeht habe. Hätte er einfach nichts gemacht, wäre der Varus gestorben. Aber er ist wegen dem Varus, wegen dem Bart-Cue, glaube ich, nach hinten gesteppt. Unlucky. Unlucky. Das war sehr unglücklich. Game sieht gewonnen aus. Ah, das schätzt das mal nicht. In Solo Queue ist nichts gewonnen, bis der Nexus fällt. Aber Top Lane sieht gut aus. Also haben wir das Game. Ah, schade. Und Vasco, was geht? So. I'm in my element. Fresh and D-Wave jetzt hier. Life is good. Ich glaube, straight up All-In gewinne ich auch nicht gegen den Varus. Außer natürlich, er lässt sich vorher ein bisschen anpieksen. Schade. Aber wenn der Q trifft, haben wir den. War ein nice try auf jeden Fall. Aber ich halte die Wave jetzt einfach gepusht, die können nichts machen. Oh, ich glaube, ich bin dead hier. Ah, ich habe vergessen, dass er mich einfach anghosten kann. Scheiße. Fuck. I bet. Wird erstmal einmal noch strong sein, wenn Sheen in der neuen Season 1k kostet. Boah, das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Meine, früher hat Sheen ja auch 1000 Gold gekostet. Da war Ezreal ja auch fein. So. Alleine daran, dass Sheen teurer wird, kann man es nicht festmachen. Oh, Jenna hat den Shutdown bekommen. Das ist natürlich. Natürlich sehr unlucky. Da ist Mitte. Ja, eigentlich gerne diven.
of annihilation. I'm gonna miss. Ein Devin-Film. Kommt er denn jetzt her? Schade. Stark ist denn der Jace? Ah. Ich will noch eine Wave pushen. Die macht Harold. I'm always open to new ideas. My new ideas. Brand ist wieder Bot. Neue ADC-Items angeguckt für neue Season? Ne, ich habe mir wirklich noch gar nichts angeguckt. Ich gehe da komplett blind dran. Wir machen einfach an Tag 1 einmal ein bisschen Theory-Crafting und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es wird. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht gedived werde. Jenna ist top. Okay, das heißt, ich bin fein hier unten. Mein Team scheint nicht ganz so fein zu sein. Brand könnte halt trotzdem da sein, ne? Brand ist nicht top. Wo ist der Varus? Jero Lightfeather never gives up. He learned that from me. Hallo? Der ist einmal Base gegangen. Ja, ist wieder Mitte. Ich muss zwei Qs treffen, dann gewinne ich morgen gegen den. Hat er nicht schlecht gespielt. Oh ne, jetzt verliert Toplane oder was? Das ist ja nicht gut. Ja, er hat halt Ghost, ne? Da ist nicht so einfach Qs zu treffen. Nicht so einfach. Ich habe mich zu früh engaged. Also ich hätte ein Q mehr vorher treffen müssen. Ich muss zwei Qs treffen auf Varus, dann gewinne ich Bombimon. Aber ich habe nur ein Q getroffen, deswegen war es knapp. Ja, mal gucken, ob wir dem Cassandra Damage machen. Der stackt halt bisher MR. Aber das juckt den meistens nicht. Als Ezreal gegen Cassandra ist später schon echt schwierig. Aber unsere Teamcomp ist ja auch nicht Cassandra töten. Unsere Teamcomp ist alles andere töten, ne? Okay.
Ich bin tot. Warum ich da denn rein wie ein Opfer? Ja, Kristalle macht jetzt Warm hinein, weil er Toplaner ist. Da hätte ich nicht reinnehmen dürfen. So, my bad. Das war my bad. Aber was ist passiert? Toplane lief doch so gut. Auf einmal ist Gwen 2 Level und 20 CS down. Uiuiui. Ja, ich meine, das hatte gerade nicht so viel mit Toplane zu tun. Das war einfach schlecht gespielt von mir. Das war einfach nicht so gut gespielt von mir. Aua. Okay, ich brauche noch eine Wave. Ja, den Blue auf nicht will, nehme ich den. Ja, Verlinder für jetzt Mitte und Bot Tower. Aber wir haben einen Juicy Shutdown bekommen. Jace ist schon sehr annoying. Wo ist eigentlich der Brand? Da ist der Brand. Oh, ich brauche jetzt schleunigst Cyrilldas. Dann mache ich dem Cassandra vielleicht Damage. Das ist halt, die Gwen verliert halt einfach straight up, weil der Typ komplett MR gesteckt hat. Ich glaube, das ist ein bisschen Deep Guys. Oh, dem mache ich ja gar keinen Damage bei dem Varus. Naja, ich treffe auch keine Space gegen den. Der ist einfach besser als ich. Ist ja auch noch das Problem, der ist scheiße tanky und ich muss auch noch Skillschutz treffen. Was soll ich sagen? Der Varus hat er die Carry gepickt. Ja, ich treffe keine Qs gegen den Cassandra. Dem sein Movement ist
Der chaset mich hier wirklich, ne? Ist ja frech. Zum Glück ist unser Talent so dick, der macht ihm auch Damage tatsächlich. 45 auf Drake. Ne, ich will hier nicht nach vorne hin. Der Varus ist komplett useless. Das einzige, was er ist tanky, ne? Also ich darf mich nicht baiten lassen und irgendwie auf den Varus ehen. Mein Leben ist sehr viel mehr wert als seins. Der will tanken. Er muss. Das ist das Einzige, was er machen kann, um useful zu sein. Pushen jetzt hier die Wave. Wenn es leider wieder tut. Ja, was gewinnst du nicht, Talon? You are not winning that, son. Oh mein Gott, ich hab so gegrieft. Hä? Okay. Immerhin, 2 für 1, not bad. Du bist auch sehr tot, Bruder. Das ist ein Cassandra, da kommst du nicht weg. Da kommst du nicht weg. Okay, was war das? Das war ein TP. Irgendjemand hat geflasht. Na, da wurden die Limits einmal kurz getestet und auch gefunden. Was gehen wir denn jetzt? Ich glaube, ich gehe Blade, um den Cassandra killen zu können. Nice E. Ich weiß nicht, war 2 für 1, 2 für 2. Also wenn man Tab drückt, müsste man eigentlich denken, dass ich den Cassandra auslache. Ne? Ich habe fast das gleiche Level wie er. Hab ein halbes Item mehr als er. Und er hat die MR gesteckt. Aber... entspricht leider nicht der Realität. Nash Fight. Ja, noch ist niemand am Bot. Noch defendet niemand Botlane, ne? What? Jetzt können wir Nash machen, sehr schön. Ah, der Talon spielt krass. Reinzi, meinzi, nein, what's up? Ich treffe keine Qs gegen den, ne? Der hat so komisches Movement, ich komme darauf nicht klar irgendwie. Der ist in meinem Gehirn einfach, der Typ. Okay, Brand ist alive. Mal Toplane pushen. Weil ich glaube, ich gehe... ah, ich gehe Base. Aus Base gehen wir dann Top. Das Problem ist halt, ich kann den Cassandra nur killen, wenn ich in Auto-Attack-Range gehe. Und sobald ich in Auto-Attack-Range bin, habe ich das Problem, dass er mich halt ulten kann. Also ich muss versuchen, den Cassandra über Qs zu killen. Aber das kriege ich halt nicht hin.
sight. Ich splitpushe immer weiter. Voila. Gehen wir hier Base? Okay, wir gehen Base. Ah, Talent 4 gegen 5 wollen wir nicht machen. So, wir nehmen jetzt noch Blue Buff. Vielleicht kriegen wir irgendwo Level 16. No way to predict a twist and turn. Ich nicht. Ich hab den. Ah, ist jetzt der dritte, ich dachte irgendwie ist Soul. Ben hat kein TP. Oh nein. Ah, Blade macht schon einen großen Unterschied tatsächlich. Blade macht schon echt einen spielbaren Unterschied. Ging jetzt hier. Sind wir drei Maps? Uiuiui. Oh nein. Na, ah, der Tornado. Oh mein Gott. Der war frech, der Tornado. Der war frech. Aber ich glaube nicht, dass der Cassandra das alleine defenden kann. Ah, wobei, doch kann er. Doch, 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 doch. Das kann er auf jeden Fall. Das kann er auf jeden Fall. Einmal Zeit rausholen. Ich weiß nicht, warum er den Bart chased, anstatt den Turm zu defenden. Der hat seine Prioritäten nicht ganz richtig gesetzt. Das hätte er locker defenden können. Das hätte er easy defenden können. GG. Der Tornado aus der Hölle. Direkt in meinem Popo. Der Talent war sehr, sehr gut. Der war sehr stabil. Ja, war ein gutes Game, nur den einen Drake-Fight habe ich geintet.